Liebe Freunde, ich weiß nicht, was ihr gerade schon so mitbekommen habt an Sachen, die wir so besprochen haben. Unter anderem möchte Nico gerne zum Friseur gehen und Niklas kriegt das Etikett seines Stifts nicht ab. Das ist blöd. Ich habe es abbekommen. Herzlichen Glückwunsch dafür. Willkommen, Elias Moosmann, X-Tunlink 94, Florian Obermeier, Fabio Masche, Felix Clashfan, Moritz Ebermann, Paradise Bird und so weiter und so fort beim Gaming-Livestream mit mir als Host und auch Leuten, die unter anderem bekannt sind dafür, meine Aufgabestellungen in Frage zu stellen. Ja. Willkommen Niklas, willkommen Nico. Gute. Ich sag direkt vorneweg, ich möchte bitte keine DMs mehr darüber bekommen, dass ihr gestern Geld wegen meinen Tipps verloren habt. Ich habe niemanden darum gebeten, auf irgendwas zu setzen. Hast du Leute animiert dazu, ihr ganzes Hab und Gut? Nein, ich habe gestern nur im Stream mit Flo gesagt, dass Freiburg nach 4 Minuten das 1-0 macht und da haben einfach scheinbar Leute drauf gewettet. Ja gut, ich hoffe, dass auch jemand trotz meiner Prediction, dass Bayern Dortmund ein High-Scoring-Game wird, 1-0 gewettet hat und damit dann auch gewonnen hat. Ja. Läuft. Ich hoffe es sehr. Ich hoffe auch, dass heute viel gewonnen wird. Besonders von euch beiden, von wem sonst, ich weiß es nicht genau. Wir haben heute ein pickepackevolles Programm. Erstmal werdet ihr natürlich wieder das Kututus-Kind oder wie ich auch mal im Chat gelesen habe, was ich auch gut finde, das ein Kunkus-Nest. Schön. Da werden wir ein bisschen rumspielen, während ich meinen Maul halte. Und dann habe ich ein bisschen All-Star-Games mir rausgesucht. Ich habe 5 verschiedene Spiele mir zusammengesucht von Sachen, die der Chat ab und zu mal ganz gut fand und von denen ihr auch, glaube ich, ab und zu mal ein Spielchen ganz gut genossen habt. So, jetzt. Ich sage 2 Sachen vorneweg. Ja. 2 Sachen. Flo, du hast deine Brille noch auf. Danke. Und zweitens, OneFootballFan schreibt im Chat, jeder, der Geld verloren hat, auf meine Tipps gehört hat, ist selber schuld, wenn man nicht auf meine Tipps hört. Und der Mann hat absolut verstanden. Also. Meine Frage ist, beim Wort All-Stars, kennt ihr PlayStation All-Stars? Oh, was war das hier? Das war quasi wie Smash Brothers, nur mit PlayStation-Charakteren auf der PS3. Und dieses Spiel war so gut, es war so scheiße gut, dass das Spiel, wo ich am meisten sauer bin, dass es für PS4 nie neu aufgelegt worden ist. Das war ein so gutes Multiplayer-Spiel, aber das nur am Rande. Kauft euch PlayStation All-Stars. PlayStation All-Stars, ja, natürlich, ich erinnere mich. Alles ich klar. War mit dem guten Kohl war ich nicht zu packen, Alter. Warte mal ganz kurz. Gibt das sicher nicht für die PlayStation 4 bisher sicher? Ich bin mir ziemlich sicher, ja. Hast recht. Jeder Schrott wird neu aufgelegt, weißt du, und die Qualitätsspiele nicht. So ist es. Das ist doch mal ein Skandal. Ja, meine Güte, Smash Brothers die ganze Zeit und dann sowas bleibt auf der Strecke. Freunde, ich überlasse euch eurem Schicksal und den Kututus-Kindern oder dem Kutus-Nest, wie ihr auch immer das nennen wollt. Jetzt sieht man nur noch euch beide, das heißt, bisschen Sit-Up straight, Brust raus, Bauch rein und immer schön lächeln. Und dann viel Spaß mit den Kututus-Kindern. Jetzt ist natürlich meine große Frage zuallererst, Niklas. Glaubst du, ich habe am letzten Mal angefangen, glaube ich. Ist das richtig? Ich glaube schon, ja. Das würde ja bedeuten, dass du heute dran bist mit dem Kutus-Kind. Das fände ich okay, kann ich mitleben. Dann würde ich sagen, wir starten einfach rein. Alles klar. Wir fangen mit einem an, was für dich, glaube ich, auch eine gewisse Relevanz hat. Ich habe mehr als 5 Tore in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt geschossen. Okay. Robert Lewandowski, Thomas Müller, Pierre-Emerick Aubameyang, Timo Werner und Stefan Kießling. Okay. Also, Robert Lewandowski hat 9 Tore gegen Eintracht Frankfurt. Ist das richtig? Du stellst wieder Fragen, die ich nicht beantworten werde. Also. Ich werde es jedes Mal versuchen. Ich bin mir relativ sicher, dass er knapp an der 10 dran ist, glaube ich. Bundesliga, ne? Bundesliga. Ja, okay. Also. Lewandowski nehmen wir raus. Pierre-Emerick Aubameyang hat für den BVB, das habe ich lustigerweise heute gelesen, 121 Tore in 215 Toren Spielen gemacht. Und wenn mich nicht alles täuscht, ja, nehme ich auch den raus. Kießling ist natürlich eindeutig hier die Falle. Sag mir nochmal die Namen bitte. Lewandowski, Kießling, Aubameyang und? Müller und Werner. Timo Werner. RB Leipzig hat keine gute Statistik gegen Eintracht Frankfurt in der Bundesliga. Und deshalb gehe ich auf Timo Werner.
Ja, das ist leider knapp richtig. Also die Abstände sind gar nicht so groß, weil Lever hat 7 Tore gemacht gegen Frankfurt, Kießling auch 7, Müller und Aubameyang 6 und Timo Werner tatsächlich nur 5 Tore gegen Frankfurt bisher. Ja, weil RB natürlich noch keine gute Statistik gegen uns hat. Gefällt mir. Einer der genannten Namen kommt auch bei meinem ersten Kutucu-Kind mit durch. Zwar, ich habe in meinem Bundesliga-Debüt einen Hattrick erzielt. Okay? Aubameyang Augsburg. Pierre-Emerick Aubameyang. Olaf Marschall. Martin Fehnin. Paco Alcacer. Oder die Legende Ademar. Wer ist der Letzte? Ademar. Wer ist denn Ademar? Stuttgart Anfang der 2000er. Wer ist denn Ademar? Der war ungefähr so groß. Er hatte dieselbe Frisur wie ich derzeit. Und das ist nichts Gutes. Also, Ober hat gegen Augsburg dreifach getroffen. Ja, das ist dumm. Ich meine auch, dass Martin Fehning genauso einen Zauberstart hatte. Den nehme ich auch mit rein. Da ist die beiden sind schon mal raus. Dann bleiben noch Ademar, Olaf Marschall und Paco Alcacer. Paco Alcacer, was war sein erstes Dortmund-Spiel? Das ist jetzt die große Frage. Also ich könnte dir nur den Tipp geben, dass keiner von ihnen weit vorbei ist. So, das ist das Einzige, was ich sage hier. Ja, das glaube ich dir. Ich habe halt in meinem Leben noch nie Olaf Marschall aktiv Fußball spielen sehen. Ja. Deswegen kann ich da wenig zu sagen, was der gemacht hat. Ja. Jetzt denke ich halt über Alcacers BVB-Debüt nach. Der hat ja einige von diesen Spielen gehabt, wo der aus dem Nichts kam und dann komplett aufgedreht hat. Ja, das ist richtig. Ich meine, er hatte quasi auch den Aubameyang-Start. Deswegen sage ich, Alcacer zähle ich auch zu den Dreierpack-Leuten dazu. Dann nehme ich Fehnin, Aubameyang und Alcacer raus und bewege mich zwischen Ademar und Olaf Marschall. Kannst du aufhören, Ademar so zu betonen, als wäre das was Ekliges? Und bei Ademar wende ich meine absolut lupenreine Logik an, die jetzt schon wieder greift. Warum sollte Ademar hier drinnen sein, wenn er nicht dreimal getroffen hätte? Weil sonst kommst du nicht auf den Namen Ademar. Und dann gehe ich nach dieser absolut brillanten Schlussfolgerung mit Olaf Marschall. Lupenrein, falsches Ergebnis. Paco Alcacer hat nur ein Tor gemacht in seinem ersten Spiel. Ah, diese scheiß Pflaume, alter Mann. Er hat aber auch nur 11 Minuten gespielt. Er hatte die ersten 10 Tore beim BVB schneller gemacht als Erling Braut Haaland. Ne? Und aber beim ersten nur eins. Ademar hat bei Stuttgart richtig beim Debüt getroffen und danach hat man festgestellt, dass das Knicklerbett durch ist und hat nie wieder viel gespielt. Und auch Olaf Marschall hat bei seinem Debüt getroffen. Das war allerdings nicht für Kaiserslautern, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Puh, kein guter Start. Guter Start. Nee. Sehr guter Start. Okay. Ist auch unwesentlich schwerer gewesen, aber okay, machen weiter. Mhm. Ich habe in meiner Vereinskarriere mehr Vorlagen gemacht als Tore erzielt. Okay. David Beckham, Rui Costa, Zinedine Zidane, Guti und Bernd Schneider. Bernd Schneider ist. Okay, mehr Assists als Tore. Ich habe in meiner Vereinskarriere mehr Assists als Tore gesammelt und die Namen sind David Beckham, Rui Costa, Zinedine Zidane, Guti und Bernd Schneider. Ich will ganz ehrlich sein, das wäre für mich, ich hätte bei allen Ja gesagt, wenn du mir jetzt als Frage gestellt hättest. Wenn du mich fragen würdest, hat Zinedine Zidane, hat David Beckham, hat Guti, hat Rui Costa, hätte ich immer Ja gesagt. Das ist super. Das ist ein guter Start. Okay. Lass uns mal ein bisschen überlegen. David Beckham war natürlich on top noch ein Freistoßspezialist und ansonsten ein bisschen overrateder Flügelspieler. Zinedine Zidane. Was traust du dich da? Was kommt leicht, da aus deinem Mund raus? Leicht overrated. Ich habe David Beckham geliebt. Underrated, Digga. Underrated. Der war zu langsam für einen Flügelspieler und hat trotzdem wurde er da geparkt. Das ist mein Hauptthema. Beckham, Zidane, Schneider. Schneider hatte mindestens eine gute Bundesliga, Zidane. Mein Schneider hatte mindestens eine gute Bundesliga-Saison, Zidane-Saison. Also. Ist ja vollkommen egal, wie gut die waren. Es geht nur darum, dass es halt entweder sind es mehr Tore als Vorlagen oder mehr Vorlagen als Tore. Ich tendiere zu Guti oder Zidane, weil bei Guti habe ich echt das Gefühl, der hat ganz wenig Tore geschossen.
Alle anderen waren ja auch irgendwie Freistoß- oder Standardspezialisten. Zinedine Zidane war immer für wichtige Tore gut. Also ich hoffe, du hast die Frage richtig verstanden. Wir suchen jemanden von diesen fünf, der nicht mehr Vorlagen als Tore hat. Oh, einer hat mehr Tore. Einer hat mehr Tore als Vorlagen, genau. Okay. Dann, okay, gut, dass du es nochmal gesagt hast. Das dreht natürlich einiges und dann tendiere ich doch wirklich stark zu Zizou. Warum ist Zizou da drin? Wir reden von Zinedine Zidane, ne? Ja, nicht von Mohamed. Okay, weil dann wäre die Antwort einfach. Okay, also Beckham, Rui Costa, Guti, Zidane. Beckham, Guti, Rui Costa, Zidane. Ich vergesse einen, oder? Bernd Schneider ist eine Falle. Okay. Ich bin lost, kann man so sagen. Und deshalb gehe ich auf Zinedine Zidane. Du bist echt ein skandalöser Glückspilz. Das ist unglaublich. Also, das ist nicht in Worte zu fassen, wie man Es ist super eng. Also, Zidane hat 117 Tore und 115 Assists. Und zum Beispiel Rui Costa hat 73 Tore, 78 Assists. Bernd Schneider 80 Tore, 88 Assists. Also, die waren alle, bis auf Beckham, da überwiegen die Vorlagen doch recht krass. War es alles relativ eng beieinander. Der größte Takeaway ist also, dass Bernd Schneider besser als Rui Costa war, wenn man so will. Wenn man so will, schon, ja. Okay, ja gut, das war ein geiles Werbebild. Gut, dass du mal klargestellt hast, dass mit den Toren, ja, irgendwie ist halt Zidane war halt schon der Torgefährlichste von denen. Jetzt kann ich mir mein Ergebnis schönreden und so tun, als hätte ich das logisch erschlussfolgert. Okay, willst du, warte mal, wie mache ich das? Okay, willst du eine weitere Bundesliga-Debütfrage oder willst du die Claudio Pizarro-related Frage zuerst? Boah, beides springt mich jetzt nicht an. ich nehme Claudio Pizarro. Okay, es kommt aus der Kategorie, ich habe mit Claudio Pizarro zusammengespielt. Ja, klar. Du kennst es, du liebst es, du hast es aber richtig gelöst, beide Mal, die wir jetzt hatten. Also, einer lügt, ich habe mit Claudio Pizarro zusammengespielt. Die Antwortmöglichkeiten sind die Legende Sinan Kurt, Flor 2 Trikots, Chiriakos Forza, Levin Öztunali, Pepe Reina, und der skandalöse Elfmeterverursacher Mats Hummels. Was du mir hier für einen Namen um die Ohren wirfst. Also. Geil. Und ich habe mich auf Bundesliga, ey, wenn du dann noch die ganze Chelsea-Geschichte mit reinnimmst, da kannst du ein Potpourri zusammenstellen. Das macht wirklich Freude. Ah, puh. Sinan Kurt, Chiriakos Forza, Levin Öztunali, Pepe Reina und Mats Hummels. Also, Sinan Kurt kann ja nur beim FC Bayern gewesen sein, weil sonst war Sinan Kurt nur bei Hertha und bei Gladbach und da war Claudio Pizarro nicht. Das heißt, und ich glaube mal, dass es so war. Ich glaube, Sinan und Claudio haben gemeinsam gespielt. Magische Duo. Pepe Reina war, glaube ich, zur selben Zeit Ersatztorwart bei den Bayern, als Claudio auch da war. Claudio hat auf jeden Fall noch kurz die Ära Guardiola gestreift, das weiß ich, weil er mal verglichen hat zwischen Heinkes und Guardiola. Das heißt, Pepe Reina nehme ich auch mit dazu. Dann haben wir noch Mats Hummels und die anderen beiden waren? Entschuldigung, ich habe gerade kurz in den Chat geschaut. Wir haben Chiriakos Forza, Levin Öztunali fehlen noch. Okay, Levin Öztunali kann ja nur in Bremen passiert sein. Da habe ich keine Anhaltspunkte dafür, ob das so war oder nicht. Ich sage einfach mal, ja, es war so. Chiriakos Forza, den kenne ich wirklich ausnahmslos nur als Spieler von Kaiserslautern. Und da war Claudio Pizarro definitiv nicht in seiner langen Karriere auf dem Betzenberg. Ja. Aber mein Gefühl... Würde ich dir das so leicht machen, ist die Frage. Mein Gefühl sagt mir gerade, dass Mats Hummels verpflichtet wurde, nachdem Claudio Pizarro den FC Bayern schon wieder verlassen hatte. Ich glaube, Claudio hat nur ein Jahr unter Guardiola gespielt und Hummels, im ersten Jahr Guardiola wurde der Götze geholt und Hummels kam ja erstmal ein bisschen später. Deswegen antworte ich Mats Hummels. Es ist wieder falsch, Niklas.
Du hast aber, ey, ganz im Ernst, du hast vieles hier hervorragend gemacht. Du hast Hau mal ab, Alter, ohne Scheiß, was ist für ein Dreck hier? Aber weißt du was? Mats Hummels Bundesliga-Debüt 2008 für den FC Bayern. Ah, Claudio Pizarro, fuck off, ey. So, jetzt löse ich dir auf. Und zwar, Sinan Kurt hast du völlig richtig erschlossen. Ciriakos Forza 2001 bei den Bayern, als Pizarro aus Bremen kam, hat man zusammengespielt. Levin Öztunali in Bremen und Pepe Reina saß immer auf der Bank, wenn Claudio Pizarro gespielt hat, aber sie haben nicht zusammen auf dem Feld gestanden. Das sind auch hier, also... Das war nicht schwieriger als deins! Das ist der Unterschied, dass einer geht hier ran in diese Runde mit dem Wunsch, dem anderen zu gönnen und der andere... Ja, ist so. Ich komme hier rein mit so einem Gefühl von, ey, ich mache Sachen, die lösbar sind, die das ist doch lösbar! Die positive Momente bescheren und du willst mir nur Knüppel zwischen die Beine stecken. Das ist wirklich alles, was du willst. Es stimmt einfach überhaupt nicht. Aber übrigens wirst du im Chat für dein SG Mülheim-Kerlich-Shirt kritisiert. Von wem? Von TuS Koblenz oder was? Hauptmann AP Koblenzer. Von Timo Grafe in diesem Fall. Jetzt schreibt der Chat, das war hinterlistig von mir. Das ist ja eine Unverschämtheit, was ich mir hier anhören muss. Ohne Scheiß, hinterlistig, ey. Okay. Ich habe nur einen. Warte mal ganz kurz, ich auch noch. Aber eins in den Chat, wenn es hinterlistig war, und zwei in den Chat, wenn das im Rahmen war. Das würde ich jetzt gerne erst mal sehen. Jetzt gebe dem Chat mal 20 Sekunden. Das will ich sehen. Aber findest du, dass meins schwieriger war, als zu wissen, wie viele Assists Bernd Schneider gemacht hat in seiner Karriere? Ja, also bei Bernd Schneider ist ja naheliegend, dass er eher ein Vorlagengeber als ein Vollstrecker war. Das ist bei allen ja eher naheliegend. Nee, aber so. Dann war es ganz offensichtlich. So, jetzt kommt es hier rein, langsam rein im Chat. Oh, bis jetzt, ist eng. Ich sehe halt den Chat nicht, ne? Du kannst ja alles behaupten jetzt. Es sind, ich glaube, Flo würde sagen, es sind ein paar Einser mehr drin als Zweier bis jetzt. Ich fand's völlig in Ordnung, komm. Okay, ich gehe wieder rüber zu unserem Google Hangout. Hier bin ich wieder live. Let's go, Niklas. Ich bin ein Schalke-Transfer von Felix Magath. Oh, beautiful. Okay, come on. Luis Holtby, Jan Moravec, Temu Pukki, Anthony Annan und Nicolas Plestan. Anthony Annan. Ist kein Magath-Transfer. Achso, scheiße, ich bin ein Magath. Oh Gott, ja, das ist schon wieder fast. Okay, ohne Scheiße, ich sag mal gar nichts mehr. Ja, hast ja recht. Ich bin heute ein bisschen neben der Cup, gebe ich ganz offen zu. Okay, Annan ist relativ sicher einer. Holtby, wann habe ich angefangen zu studieren in Berlin? Vor 10 Jahren. Da habe ich nämlich gerade, das war eine meiner ersten News, die ich in meinem Leben geschrieben habe im Studium, war der Transfer von Holtby zu Tottenham. Und das dürfte dementsprechend im Wintertransferfenster 11/12 gewesen sein. Was mir überhaupt nicht weiterhilft. Okay, die anderen Namen bitte nochmal. Holtby, Jan Moravec, Temu Pukki, Anthony Annan und Nicolas Plestan. Also nochmal deutlich gemacht, einer von diesen Spielern wurde nicht von Felix Magath verpflichtet. Ja. Ich bin zwischen Pukki und Holtby gerade. Holtby. Der ist jetzt 30, 31, 13 Jahre zurück. Magath war, oh Mann, das war ja so 2010, 9, so in den Dreh. Uff. Holtby. Boah. Hart. Ich werde auch hier schlicht und ergreifend raten müssen. Jan Moravec. Moment. Holtby ist doch aus der Schalke Jugend, oder nicht? Also, Moment. Was würdest du sagen? Ich nehme jede Info mit, die du da droppst. Jeder genannte Spieler wurde von Schalke auch verpflichtet. Okay. Das ist nicht die Falle, alles klar, verstehe. Gott, wie ich gönne, ey. Kam Holtby aus Mainz oder war der zu Mainz ausgeliehen von ist eigentlich egal. Mein Gefühl ist, dass Pukki später war und deshalb gehe ich mit Pukki und das ist nichts anderes als ein Gefühl. Ja, dann
würde ich mit dem Gefühl mal Lotto spielen, auf jeden Fall. Also das ist das dritte Mal in Folge korrekt. Pucki kam in der ersten Saison nach Magath unter Ralf Rangnick. Das war ein Rangnick-Transfer für 1,5 Millionen Euro. Absoluter Wahnsinn. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab das Glück, was Eintracht Frankfurt gestern gefehlt hat. Das ist heute ganz klar bei mir. Louis Holpi kam aus Aachen damals zu Schalke. Ah, ja, und auch zu Mainz war er ausgeliehen. Es war die Bruchweg Boys, wo die ganze Bande nur geliehen war, bis auf Schalke. Ich glaube, 3,8 Millionen Euro haben die für ihn bezahlt damals nach Aachen. Also relativ viel Geld, ja. Dann war es noch Jan Moravec und dann Anthony Annan, das wusste ich safe. Und dann war da ein Name dabei, so ein spanisch klingender. Nee, Nicolas Plestan war ein Innenverteidiger von Lille. Der kam damals ablösefrei und hat genau 3 Einsätze gehabt in der Bundesliga für Schalke. Okay. Den Namen habe ich wirklich in meinem Leben noch nie gehört. Das kann ich einfach so behaupten. Auch in Frankreich ist es schon eine Ausnahme. Also der war, glaube ich, 9 Jahre bei Lille oder sowas. Plestan. Okay. Also, ich kann nicht so tun, als hätte ich mir hier irgendwelche Punkte erarbeitet. Das mit Pucki, ich habe einfach gedacht, dass es ein bisschen später war, das ist alles. Meistens ist ja so, dass man bis zu einer Auswahl von 2 Namen schlussfolgern kann und dann braucht man halt auch ein bisschen Glück. So ist es eben. So ist es, so ist es. Und jetzt kommt mein letztes. Ja. Niklas. Also ich habe 3 zu 0 Stand jetzt. Ja. So. Ich habe bei meinem Bundesliga-Debüt eine rote Karte gesehen. Das kann auch gelb-rot sein. Okay. Die Liste der Spieler, die es gemacht haben, ist nicht lang. Das kann ich schon an der Stelle mal sagen. Ich glaube, es sind noch 3, die nicht auf der Liste sind, so ungefähr. Meine Namen. Toni Janschke. Sotiris Kyriakos. Du weißt schon, der bei Eintracht war mit dem langen Pferdeschwanz. Kyriakos. Ja. Arthur Sobiek. Juri Gravé. Und die Legende, Ivan Nilsson. Das ist ja ein absolutes Ratespiel. Das ist ja 5 Leute. Das ist eine Frechheit, sowas zu machen. Das ist ja 5 Leute, bei denen ich 0 Anlandspunkte für irgendwas hätte. Also, ey, Flo, ganz kurz. Ist es zu schwer heute? Sag's mir mal ganz ehrlich. Also, ich kann nur sagen, dass du im Chat den Spitznamen Hinterlistiger Nico schon weg hast. Und was? Ich glaube, ich würde sagen, heute ist das schon gerechtfertigt. Okay, dann tut's mir leid. Ich werde beim nächsten Mal aufhören, also versuchen, das nicht zu machen. Ich meine mich zu erinnern, dass Ravé, der ist nach Freiburg gewechselt und ich meine, der hat rot gesehen beim Debüt. Da habe ich so vage Erinnerungen dran. Den nehme ich mal raus. Ein Grieche, der bei Frankfurt gespielt hat, klingt krass nach einer roten Karte beim Debüt. Ivan Nilsson war noch dabei. Ja. Arthur Sobiech und? Toni Janschke, Fußballgott. Toni Janschke. Hat auch rot gesehen. Irgendwas sagt in mir gerade, Toni Janschke ist vom Platz geflogen. Dann bin ich noch bei Ivan Nilsson und Arthur Sobiech. Mhm. Sobiech ist ja meines Wissens nach Stürmer gewesen. Meines auch. Das heißt, er kann ja nur entweder eine Tätigkeit begangen haben oder irgendwas anderes Blödes gemacht haben, um vom Platz zu fliegen eigentlich. Eine Notbremse kommt ja nicht so wirklich in Frage. Ivan Nilsson. Ich weiß nicht, wenn ich es noch höre, ist vielleicht doch ein bisschen schwer. Gebe ich ganz offen zu. Tut mir leid, das war vielleicht nicht ganz, war zu schwer. Ich gehe mit Ivan Nilsson. Es ist leider falsch. Toni Janschke war richtig. Toni Janschke hat, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, nur eine rote Karte oder sowas in seiner ganzen Karriere gesehen bis jetzt, oder 2. Letztes Mal war es zu leicht, dieses Mal war es zu schwer. Es tut mir leid, beim nächsten Mal werde ich wieder die goldene Mitte finden. Das ist ein Drahtseilakt, aber gut. Es ist. Ich weiß übrigens, jetzt will ich wissen, warum Arthur Sobiech rot gesehen hat eigentlich. Moment. Sobiech rot bei Debüt. Das gucken wir doch mal nach, oder? Live-Recherche. Normalerweise bräuchten wir jetzt so ein Kuchendiagramm, wo eingeblendet wird, wie viele Punkte ich noch holen kann, um mir so ein bisschen Mut zu machen für die. Oder wir müssen das machen wie bei Schlag den Raab. Weißt du, jedes Spiel gibt doppelte Punktzahl. Doppelte Punktzahl, ja. Moment, was hat er gemacht? Ey, ich lese hier eine dramatische. Okay, Sobiech wurde als 21-Jähriger in der 84. Minute von Mirko Slomka eingewechselt. Nachspielzeit, er will den BVB-Aufbau stören und geht übereifrig gegen Gegenspieler Antonio da Silva auf Höhe der Mittellinie zu Werke und senzt ihn von hinten um. Rote Karte. Passiert den Besten, ne? Passiert den Besten. Das passiert den Besten. Und damit das ist wahrscheinlich die sinnvollste rote Karte, die ich jemals gehört habe.
Ja, aber die haben gewonnen. Hannover hat das Spiel gewonnen. Das ist schön, das freut mich. Ich möchte nur sagen, im Chat ist jetzt der Hashtag hinterlistiger Nico auf jeden Fall trending und den werden wir auch auf Twitter bringen. Flo, warum habe ich das Gefühl, dass du da dahinter steckst? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Mhm. Hashtag Free Niklas ist auch im Chat. Gut. Okay. Nico schwitzt mehr auf Punkte bei seinen Fragen als Deutsche im Gulag. Zu gut. Okay, ich habe mir die Mühe gemacht und eine Zusammenstellung an richtig coolen Spielen zusammengestellt. Mhm. Zusammenstellung zusammengestellt, lustig. Und tatsächlich werden wir heute 5 verschiedene Spiele spielen. 4 davon kennt ihr, 1 ist neu. Und Jake237 fragt gerade, macht ihr heute mein Saisonratespiel, was ich dir auf Instagram geschrieben habe? Da könnte vielleicht was kommen, eventuell. Man weiß es nicht. Jetzt fängt es aber erstmal an. Dann wissen wir, was das neue Spiel ist, was wir noch nicht kennen. Ja, schade. Wir fangen aber erstmal an mit der Liste. Mhm. Oh. Mhm. Und das ist heute eine ganz normale Liste, die nicht so schwer zu beantworten sollte. Wir fangen an. Wer hat gerade angefangen bei euch? Ich. Niklas. Okay, dann darf Nico vorlegen. Und zwar... Nee, Niklas hat gerade eben vorgetragen, ich konnte punkten. Das heißt, er darf als erstes einen Namen sagen. Okay, alles klar. Dann sagt Niklas jetzt den ersten Namen von der Liste. Ich spiele in der Bundesliga und habe einen Punkt. Marktwert von 45 Millionen Euro oder mehr. Oh. Das Ganze sind 15 Spieler. Wer keinen mehr nennen kann oder einen falschen nennt, bekommt keinen Punkt. 45 ist ein... 40 oder 45? 45 Millionen Euro. 45, okay. Ich fange an mit RL9. Robert Lewandowski ist mit dabei bei 56 Millionen. Dann nehme ich den wertvollsten Spieler der Bundesliga, Jadon Sancho. Richtig, 117 Millionen dabei. Alles klar. 45. Okay, wolltest dasselbe mit Kai Havertz machen, aber ich kenne die Rückennummer nicht. Ich sage trotzdem Kai Havertz. Kai Havertz ist der zweitwertvollste mit 81 Millionen. Das sind einfach mal 40 Millionen Euro dazwischen fast. Ich nehme die Braut. Jawohl. Haaland? Mhm. Also ich werde extrem sauer, wenn Serge Gnabry nicht mehr wert ist als 45 Millionen Euro. Ja, und der ist auf 72. Und ich habe mir gerade aus Versehen mit Edding meine Hose angemalt. Aber okay. Deswegen trägt man schwarze Hosen, dann ist das kein Problem. Manche machen sich in die Hose vor Aufregung, Niklas malt sich auf die Hose vor Aufregung. So, die Top 4 haben wir durch. Sancho, Havertz, Gnabry, Haaland. Geht weiter. Sancho, Havertz, Gnabry, Haaland. Okay. Joshua Kimmich. Auch mit dabei. 64 Millionen. Timo Werner. Damit haben wir die Top 5 fertig. Jetzt wird es schon ein bisschen schwieriger. Gefühlte Marktwerte zählen nicht, vermutlich. Nein. Okay. Dann nehme ich Thiago. Das muss gehen. Thiago ist auch mit dabei, gerade noch so mit 48 Millionen. Eieiei, das war schon noch mal als gewollt. Schreibst du die ganze Zeit auf? Ich hab nämlich auch überlegt aufzuschreiben und hab's natürlich jetzt nicht gemacht. Ich weiß nur nicht, ob es mir hilft. Also, ich gehe jetzt mal im Kopf gerade mal andere Vereine durch, ob noch andere Vereine Spieler haben von einem relevanten Marktwert. Man würde ja eigentlich meinen, dass RB Leipzig mehr als einen Spieler hat, der 45 Millionen Euro wert ist. Du hast ja schon einen gesagt. Ja, aber mehr als einen hätte ich jetzt mal eigentlich gemutmaßt, dass es da noch einen gäbe. In meinem Kopf gehe ich gerade mal die RB-Mannschaft durch. Eigentlich musst du jetzt den Namen nennen, der dir immer in diesen Spielen das Genick bricht, weil er normalerweise verletzt ist. Nee, ich betone nicht Marco Reus sagen. Das passiert mir nicht noch einmal, der Fehler. Okay, ja. Ich glaube auch, Reus ist nicht drin. Nee, das kann ich nicht. Ich bin nicht sicher, ob es 35 Millionen oder 53 war, aber ich glaube, es war 53 und sage Ashraf Hakimi. Gut. Niklas.
Hast dich um eine Million vertan. 54 Millionen Euro Achraf Hakimi. Günther Jauch, Alter. So, das hat mir jetzt gerade, dein Gedankenexperiment, Niklas, hat mich jetzt gerade mal nach Leipzig wieder gespült und ich würde gerne Upamecano sagen, das ist nicht meine Lösung, ich denke noch nach. Dein Nicken hilft mir jetzt auch nicht, das macht mich nur noch... Diese Kombination aus Upamecano, Konaté und Mukiele, ja. Das ist so schwer zu entscheiden, wer da wer ist. Ja, sicherlich Upamecano hat den größten Hype. Okay, Alphonso Davies, denkst du, kann der schon so weit nach oben explodiert sein? Okay, komm, ich gehe jetzt mal. Ich weiß keinen gerade safe. Ich weiß natürlich, dass ich mir nachher an die Stirn schlage, wenn du es mir sagst. Ich sag jetzt Hernandez, einfach weil der so teuer war im Sommer. Ah, klar, klar, klar. 30 Millionen Euro zu viel bezahlt, 56 Millionen Euro Marktwert. Das ist gut, das ist gut. Das heißt, wir haben jetzt 10 und 15 gibt es, ne? Ey, das ist schon nicht schlecht, finde ich. Boah, alter Schwede. Das ist schwierig, ey. Es gibt noch einen in der Top 10 und vier außerhalb. Es sind Alter, aber geil, geil, wie wir uns wirklich von oben nach unten wegarbeiten. Also. Spoiler, Heiko Westermann ist nicht mit drin. Oh, ich habe noch einen Namen. Ich glaube, ich habe noch einen Namen. Oh, vielleicht habe ich sogar zwei Namen. Oh Gott, jetzt bin ich mir sicher, dass entweder sind beide richtig oder keiner von beiden. Also, ich fände es super krass, wenn er weniger wert wäre. Dortmund hat ja extreme Glückwünsche bekommen für das Schnäppchen Julian Brandt. Und das Schnäppchen Julian Brandt hat ja irgendwie 25 Millionen gekostet. Und in meiner Welt, wenn ich Marktwerte bestimmen dürfte, wäre Julian Brandt über 45 Millionen Euro wert. Und ja, deswegen sage ich Julian Brandt und sage, dass es ein Schwachsinnsrating ist, wenn er nicht dabei ist. Und dann können wir direkt sagen, das ist ein Schwachsinnsrating, denn sein Marktwert beträgt 40 Millionen Euro. Ich möchte ganz kurz sagen, ich bin dabei, Niklas. Wenn ich Marktwerte erstelle, wäre Brandt auch drüber. Goretzka wäre drin gewesen, das wäre mein nächster Name gewesen. Goretzka ist nicht mit drin. Ah, okay, gut. Es hätte noch gefehlt. Süle? Süle ist mit drin, ja. Auch 48 Millionen. Alphonso Davies, hast du ja auch gesagt, ist mit drin. Ist mit drin. Okay. David Alaba ist noch mit drin. Und was? Einer, den ihr auf jeden Fall noch vergessen, ich sag euch, den hättet ihr nicht erraten. Zakaria. Philippe Coutinho. Oh. Der geht mir so krass unterm Radar. Klar, klar, klar. Ja, einfach weil er 200 Milliarden gekostet hat vor anderthalb Wochen. Richtig. Leute. Ja, gut. Glück gehabt, weil Goretzka wäre 100% meine nächste Antwort gewesen, weil das war der, wo ich mir am sichersten war. Und an Coutinho habe ich nicht gedacht. Leute, es gucken gerade über 3000 Zuschauer mit zu. Deshalb würde ich euch alle mal bitten, den Daumen nach oben zu drücken, denn das supportet uns richtig krass. Und wir gehen damit dann auch weiter ins nächste Spiel. Und das ist Fußballernamen buchstabieren. Oh, shit. Ah, mein Lieblingsspiel. Und diesmal haben wir uns drei Namen ausgesucht. Und pro Namen gibt es einen Punkt. Hast du ein Best of Thailand vorbereitet? Ich habe kein Best of Thailand vorbereitet. Ihr müsstet eigentlich alle kennen. Die waren entweder letztens erst in den Nachrichten, spielen in der Bundesliga oder sind einfach sehr präsent generell. Okay, mein Stift ist heute weinrot und ich glaube auch wieder für eigentlich so Kunstlettering gemacht. Der gehört nämlich meiner Freundin und ich habe wieder keinen anderen gefunden. Alles klar, seid ihr bereit? Ja. Dann gebe ich euch jetzt erstmal... Ich muss auf Niklas' Bild wieder umschalten. Okay. Dann gebe ich euch jetzt den ersten Namen. Und zwar bitte mit Akzent und so weiter. Ach Gott, leck mich. Hau ab, Alter. So schwer ist es aber gar nicht. Der erste Name ist Matteo Guendouzi. Okay. Mit Nachnamen? Mit Vorname. Vorname und Nachname. Matteo Guendouzi. Und die Brille lasse ich jetzt einfach auf. Ja. Matteo Guendouzi. Nochmal sagen. Matteo Guendouzi. Also, kennt da werde ich so daneben liegen. Vom FC Arsenal. Dass ich jetzt hier diese erfundenen Striche dazu machen muss, das ist wirklich... Ich weiß nicht mal, ob der mit Vornamen, ob der Matteo heißt oder... Oder Matteo. Ja. Ja, also ich habe es geschrieben. Ja, ich auch. Ich lasse es auch so. Ich wollte jetzt noch ein bisschen rum... rein. Ich liebe ein bisschen weiter nach hinten, bitte, Niklas, damit wir den ganzen Namen sehen können. Jawohl. Ich versuche auch an meinem Blatt, guck mal, hier bin ich. Ich gucke noch währenddessen auf Niklas, versuche ich. Ja, also wenn
Nico das Akzent von Niklas mit reingenommen hätte in den Vornamen, dann wäre der Vorname zumindest richtig. Bei Guendouzi, der wird genauso geschrieben, wie ihr beide den geschrieben habt, aber hat überhaupt keinen Akzent. Du. Okay. Also, okay. Kein okay. Punkt für beide. Schade. Okay. Ich dachte nämlich, ich habe mir was Einfaches ausgesucht. Nee, der war, das finde ich aber in Ordnung. Das fand ich schon. Das war nicht so schlimm wie letztes Mal. Heute keine Ahnung. Komplett okay. Ja, okay. Es geht weiter mit französischem Bezug. Diesmal in die Ligue 1 beim OSC Lille. Spielt jemand, der von ganz, ganz vielen Bundesligisten gerne gehabt werden würde. Und das ist Gabriel Magalhães. Wer? Gabriel Magalhães. Ohne Scheiß, heute echt komplett im Rattenmodus unterwegs, Alter. Das ist wirklich echt. Was? Gabriel Magalhães. Das ist der Dude, der mit Dortmund geredet hat? Mhm. Also. Gabriel Magalhães. Das Schlimmste ist, dass es dir so viel Spaß macht, Flo. Das ist eigentlich das Allerschlimmste an dem ganzen Ding. Jetzt kommt dir der Hashtag hinterlistiger Flo in den Chat. Das ist, finde ich, gemein. Ja, ja, ja. Da gehen wir nämlich mal hin in die Richtung. Gabriel, wie war dein Nachname? Also den Nachnamen kannst du mir mit Füßen Gabriel schreiben. Gabriel Magalhães. Wie schreibt man nochmal dieses portugiesische Aisch? Da gibt es eine bestimmte Schreibweise für. Also, ich habe da gar nichts. Na. Also, irgendwo wird ein H hinter einem A sein. Da bin ich mir relativ sicher. Magal. Das sieht schon so übertrieben falsch aus. Das ist schon falsch. Hinterlistiger Flo, Rattenflo. Alles. Hammer. Hammer. Hier ist mein Ergebnis. Ein klassischer Fall von Gabriel Magalhães. Wenn es nicht so geschrieben wird, dann liegt das daran, dass die portugiesische Sprache nicht so funktioniert. Also Gabriel, habt ihr beide schon mal richtig geschrieben. Das ist gar nicht so schlecht. Einmal bitte ein bisschen weiter nach unten, Niklas. Wieder ein bisschen und ein bisschen weiter nach hinten einfach, ja. Also es sieht einfach gar nicht mal so schlecht aus. Und wenn Nico tatsächlich das L und das H getauscht hätte, dann wäre es richtig gewesen. Magal, das macht jetzt sogar Sinn, wenn du mir das so sagst. Magalhães. Oh, das macht sogar viel Sinn. Und dann wäre, also da habe ich euch mal das Akzent rausgenommen, weil das ist kein normales Akzent, sondern diese Welle über dem A. Aber... Ja, was ist für euch das seltsamste so Buchstabenzeichen aus einer fremden Sprache? Accent circonflex oder so heißt es. Für mich ist es dieses komplett abgefahrene E mit den zwei Punkten oben drüber. Dieser ja. Kollege. Ja, aber es sieht eigentlich schön aus, finde ich. Wie bei, sieht schön aus. Wie bei Jean-Michel Seri. Das hat er nämlich auch. Das könnte sein. Mhm. So, auch, was kommt als nächstes von Rattenflo, ist die Frage. Genau. Der letzte Name auf der Liste spielt in der Bundesliga beim 1. FC Köln. Oh, nee. Heißt, Ezibue, Kingsley Ezibue. Und heißt Elias Skiri. Ah. Elias Skiri. Das müssen wir doch hinkriegen, oder? Der entscheidet das Spiel jetzt. Sehr guter Sechser. Überragender Typ. Von Köln, muss man sagen. Ja, ja, ja. Der Elias Skiri. Oh ja, stimmt. Hier werden ganz, ganz viele komische Zeichen in den Chat geschrieben. Unter anderem dieses A, wo beim zweiten Strich noch ein E mit dran ist. Also ich. Ja, ich, das ist dänisch, Digga. Das ist dänische E. L. Yes. Der Vorname ist, glaube ich, das Schwierigere hier, würde ich behaupten. Na, dann mal reinhalten. Ich habe noch nicht aufgeschrieben. Ich gebe euch noch 5 Sekunden. Okay, dann schreibe ich jetzt irgendwas. 5, 4, 3. Jetzt habe ich so lange über den Namen nachgedacht, dass ich dann einfach das erste aufgeschrieben habe, was mir in den Sinn gekommen ist. Mhm. Und was zeigt uns Niklas? Ja. Oh, wild. Wilde Schreibweise des Vornamens. Und des Nachnamens, oder nicht? Die Nachnamen sehen sehr, sehr gut aus. Der Vorname ist bei Nico besser als bei Niklas, aber trotzdem fehlt da immer noch ein L. L, yes. Der Ellenbogen, yes. Skiri. Wie wäre dein Nachname richtig gewesen? Weil Niklas hat ein Y am Ende und ich ein I. Ach so, also können ja, sie mich beide sehr gut aussehen. Es gibt kein Y in dem Namen. Sag mal aber den Nachnamen, buchstabier mal. S-K-H-E-R-I.
IRI. Oh, den habe ich. Den habe ich ja sogar. 0 Punkte für jeden hier in dem Spiel. Es ist der Wahnsinn. Okay. Schlag ins Gesicht. Die Ankündigung, dass es leichter wäre, hat sich auf jeden Fall in Luft aufgelöst. Aber also es war auf jeden Fall leichter als dieser Thailänder. Ja. Ich fand's auch leichter, ich fand's auch leichter. Es hat nichts daran geändert, dass wir trotzdem nichts geholt haben. Wenn du halt von so schwer, wie es Menschen möglich ist, kommst, dann ist alles leichter, ne? Also. Okay, Leute. Wir brauchen keinen Zettel und keinen Stift mehr. Kein Stechen. Wir gehen weiter zu 5 Fragen. Wahr oder falsch? Oh, nice. Ich sage euch Fakten und ihr sagt, ob die wahr sind oder nicht. Ja, klingt geil. Und wir sind heute bei jemandem, dessen Mannschaft heute Abend verlieren wird, nämlich Timo Werner. Sag ich nicht so. Außer, dass auch deine Prognose, dass Kunja heute einen Hattrick machen wird, so neben der Cup ist. aber das kriegst du dann noch heute um 18. Alles klar, habt ihr Bock? Ja. Absolut, hau raus. Dann nichts Geileres als Fragen über Leipzig. Zack. Wahr oder falsch? Erste Frage. Timo Werners Lieblingsessen ist Döner-Kebab von Alibaba Kebab in Leipzig. Timo Werners Lieblingsessen ist Döner-Kebab von Alibaba Kebab in Leipzig. Wenn es gleich Döner-Kebab von Mustafa Kebab in Leipzig ist, dann kriege ich echt dann dreh ich durch. Also, ich bin mir ganz, ganz sicher, dass das unwahr ist, basiert auf überhaupt nichts. Und dass ich gehe mit dem Nein und lege einfach vor. Ich hätte eigentlich gedacht, dass Werner aufgrund seiner Herkunft so ein klassischer Spätzlemann ist. Ich auch. Aber ich muss ja irgendwie aufholen, deswegen sage ich, ja, es ist sein Lieblingsessen. Hat aber ein Spätzle-Gesicht. Und es ist tatsächlich Timo Werners Lieblingsessen. Alibaba-Döner aus Leipzig. Ey, Leipziger, Flo, bitte mal Chat im Auge behalten. Ist das ein guter Döner? Bitte, Flo, habt da mal ein Auge drauf. Alibaba-Kebab von Leipzig. Ist das ein guter Döner oder nicht? Zweite Frage, zweiter Fakt. 2012-13 spielte Timo Werner für die A-Jugendmannschaft des VfB Stuttgart und wurde mit 33 Toren Torschützenkönig der A-Junioren-Bundesliga Staffel Süd-Südwest. 2012-13 spielte Timo Werner für die A-Jugendmannschaft des VfB Stuttgart in einem B-Jugendalter. Da hätte er noch in der B-Jugend spielen dürfen. Kleiner Fakt am Rande, das ist wahr. Und wurde mit 33 Toren Torschützenkönig der A-Junioren-Bundesliga der Staffel Süd-Südwest. Also muss ja irgendwo herkommen, dass die ihn so früh hochgezogen haben, ne? Und ich habe nichts zu verlieren, ich gehe ganz safe aufs Jahr. Wie Christian Falk sagen würde, true. Truthbomb auf Twitter gedroppt. Alles klar. Und so gut Timo Werner damals auch war, 33 Tore hat er nicht geschafft. Moment, ist das hier vielleicht gerade ein klassischer Fall von Rattenfloh schon wieder? Rattenfloh hat euch die 33 untergemogelt. Es waren nur 24 Tore. Er ist trotzdem Torschützenkönig geworden. Zwischenfrage, gibt es Antworten zum Döner? RB Leipzig sagt, schmeckt gut. ansonsten Ghost18 schreibt nicht gut. Okay, schreibt keine Ahnung, Mann. Also haben Ghost vertraue ich. Ghost18 habe ich noch nie falsch gelegen, wenn ich dem Mann vertraut habe. Bei der Regel bleibe ich. Deswegen glaube ich, ist ein schlechter Döner. Übrigens, Cyan Lama, genau meine Meinung. Alles außerhalb von Berlin ist ein Rap. Dritter Fakt, wahr oder falsch? Timo Werner geht leidenschaftlich gerne ins Kino. Seine drei Lieblingsfilme sind Training Day, Mann unter Feuer und American Gangster. So, Moment. Training Day, Mann unter Feuer, die sind doch beide mit... Alle drei sind mit Denzel Washington. Alle mit Denzel. Denzel, der Tyson Fury möchte gerne, dass Denzel Washington ihn in seinem Film über sein Leben spielt. Was? Er hat da gestern in einem Instagram Live mit einem ehemaligen Kollegen gesagt. Ist Timo Werner Denzel Washington-Fan, ist die große Frage. Wisst ihr jetzt auch nicht, sehe ich das richtig? Sag ich euch nicht. Wir behalten meine Karten halt bei mir, ne? Weil ich habe eine Tendenz. Ich habe auch eine Tendenz und meine Tendenz ist, es ist wahr, weil es war zweimal unwahr vorher. Ah nee, das erste war wahr. Das erste war wahr. Nee, ich weiß, dass du auch wahr sagen wolltest. Wahr und falsch. Niklas. Wir haben also 50-50. Ich, weißt du, soll ich kurz meinen Lösungsweg sagen? Ja, sag mal deinen Lösungsweg. Flo kennt keinen Film, der nach 2012 rausgekommen ist. Also entweder ist er Deep Dive in irgendein Archiv gegangen oder er hat es ist ein wahrer Fakt. Also in meinem Kopf schwirrt irgendwie so ein Fetzen rum, in dem Timo Werner irgendwas zu Denzel Washington gesagt hat. Und deswegen sage ich, es ist wahr. Was hat Nico jetzt gesagt? Beide sagen wahr. Ja, wahr, ich sage auch wahr. Beide sagen wahr.
Und es gibt tatsächlich einen Fußballer, der leidenschaftlich gerne ins Kino geht und die drei Nein. Lieblingsfilme sind wirklich Training Day, Mann unter Feuer und American Gangster. Ich habe euch aber einen Fakt über Marco Reus reingeschummelt. Marco Reus, er bricht Niklas pro Stream einmal das Genick. Ja, dieser Fakt war wahr für Marco Reus, aber falsch für Timo Werner. Ist das eine Shitshow, die wir uns hier liefern? In Basketball würde man sagen, wir bauen uns gerade ein Backsteinhaus, weil wir nichts treffen. Vierter Fakt, wir gehen ein bisschen schneller durch. Timo Werner ging auf die gleiche Schule wie Joshua Kimmich, das Württemberg-Gymnasium in Stuttgart-Untertürkheim. Also, Niklas. This is war. Das war übrigens eher bayerisch als schwäbisch, würde ich sagen. Und ich bin mir auch 99% sicher, dass es richtig ist. Ich erinnere mich an ein Interview mit einem sehr jungen Timo Werner, wo er das erzählt. Alles klar. Und beide liegen richtig. Ah. Das ist tatsächlich Fakt gewesen. Ich weiß nicht genau, ob die auch im selben Jahrgang waren. Ich glaube nicht. Jedenfalls Kimmich, glaub ich, ein Jahr älter, oder? Ist das wahr. Und damit kriegt ihr beide einen Punkt. Wahnsinn. Und der letzte Fakt, wahr oder falsch, ich glaube, es steht 2-1, ne? 2-1 für Niklas. Der letzte Fakt, Timo Werners großes Vorbild ist Miroslav Klose. Na, das passt natürlich schon wie die Faust aufs Auge zeitlich, ne? Das passt 100%. Außerdem weiß man, dass Timo Werner durchaus eine Bayern-Sympathie hat, der war bei Bayern. Timo Werners großes Vorbild ist Miroslav Klose. Wahr oder falsch? 3, 2, 1. Entscheidung jetzt bitte. Wahr. Ihr sagt beide wahr. Timo Werner hat tatsächlich ein Vorbild, aber nicht vom FC Bayern. Das ist Marco Reus. Mario Gomez. Es ist Mario Gomez. Oh, guter Tipp. Guter Tipp, Niklas. Klasse. Okay. Ich wollte eigentlich unwahr sagen, aber mein Kopf hat mir gesagt, warum nicht einfach dasselbe sagen, weil dann gewinne ich so oder so. Damit gewinnt Niklas das Spiel mit 3-1 und es steht, glaube ich, 1-1. 2-1, oder? Was? 2-1. Jedenfalls gewinnt Niklas das Spiel und ich weiß gar nicht, wie es insgesamt steht. Deshalb ist jetzt auch egal. Ich habe das erste Spiel gewonnen, dann hatten wir danach die Liste, die habe ich auch gewonnen, dann hat unentschieden beim Buchstabieren. Jetzt hat Niklas gewonnen, also 2-1. 2-1 für Nico, ja. Sehr gut. Dann gehen wir jetzt weiter. Wir haben ja schon ein bisschen angeteasert. Es ist ein neues Spiel und zwar Errate die Saison. Und ich werde euch jetzt random Fakten zu dieser einen Saison nennen. Die war übrigens in den letzten 20 Jahren. Es ist keine Saison 1986, 87. Keine Sorge. Und ihr dürft dann, je nachdem, ob ihr es wisst oder nicht, einfach sagen, hey, das war die Saison XY. Klingt eigentlich ganz geil. So, meine lieben Freunde, es geht los. Ich habe es übrigens vorher mit Helge noch getestet. Oh. Der Helge. Wusste es nicht. Super. In dieser Saison ist in Spanien der FC Barcelona Meister geworden. Es spielten zusammen Xavi, Iniesta und Messi. Oh, super. Herzlichen Dank. Es bleiben nicht mehr viele übrig. Mhm. In Italien wurde Juventus Meister mit einem Trainer. Geh weiter. Mit einem Trainer, der vorher bei Real Madrid, AC Mailand und AS Rom trainierte. Was? Ich dachte, wir kriegen Bundesliga-Fakten jetzt. Kriegt ihr auch noch, aber es soll ja erstmal schwer werden. In Portugal, komm, weiter. Damit beschäftige ich mich nicht. Das kommt jetzt nicht in meinen Kopf, die Geschichten, die du mir gerade erzählt hast. So, in Portugal steigen zum Saisonanfang Estoril, Vitória de Setúbal und Penafiel auf. Nur Estoril steigt wieder ab. Pass auf, Niklas. Niklas ist so sauer. Niklas, was für dich? In Dänemark gewinnt Sønderjysk die Liga mit einem Punkt vor dem AC Horsens. Oh, das ist natürlich ein unglaublich harter Vorteil, den du in der Zuschuss hast. Nico, jetzt gebe ich dir einen Vorteil. In Polen gewinnt Wisła Krakau. Liga Warschau wird nur Dritter. Ich erinnere mich an Midtjylland, an Nordsjælland als Meister neben Kopenhagen, aber doch niemals Sønderjyske. Das ist doch nie passiert. In der Premier League gibt es einen Meister aus London und es ist die erste Saison des neuen Trainers dieses Vereins. Aha. Aha. Ja. Ja, das sind immer noch drei Saisons möglich. In der Bundesliga wurde der FC Bayern Meister in den Top 5. Und jetzt hört zu, deshalb habe ich die Saison nämlich ausgewählt. In den Top 5 waren unter anderem der FC Schalke 04 und
Hertha BSC. Das hilft, Flo. Das war der letzte Tipp? Nein, ich habe noch mehrere. Aber ist denn, sag mal, wie läuft das jetzt ab? Haben wir beide einen Tipp? Und wenn, also ja, am Ende müssen wir uns, glaube ich, festlegen. Ne? Ja, die Sache ist ja halt die, wenn ich jetzt meine Antwort gebe, aber du kannst noch weiter Tipps hören, hast du ja einen Vorteil. Dann macht es ja keinen Sinn. Also, nö. Also ihr dürft raten. Und wenn es die nicht ist, mache ich halt weiter. Und wenn der Niklas jetzt seine Antwort gibt, dann wird bis Ende weiter alle Tipps und dann aufgelöst? Oder wenn es falsch ist, habe ich den Punkt? Nö. Ich gebe dann weiter Tipps. Okay. Ihr dürft also gerne auch jetzt schon was raten. Okay, also man hat einen Tipp und die Antwort muss richtig sein, um den Punkt zu bekommen. Man kriegt keinen Punkt über eine Falschantwort des anderen. Nee. Aber das heißt jetzt keine Konsequenzen, ich könnte also jetzt einfach eine Saison sagen, das hat keine Konsequenzen für mich, wenn es falsch ist. Außer, dass du den Punkt nicht machen kannst. Ja, oder darf ich danach nochmal raten? Das Konzept habe ich mir noch nicht genau überlegt. Ich würde aber sagen, weil wir jetzt schon beim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tipp sind, und es noch 1, 2, 3 gibt. Okay, ich sage, ich gebe eine Antwort. 2003, 2004. Das ist, ich sage nichts. Ich weiß ja, dass es falsch ist. Das ist nicht richtig. Niklas, es geht weiter. Das war doch mal abzusehen, dass das falsch ist. Warum war es denn abzusehen? Weil Leo Messi da erst in den Profikader im Sommer 2004 kam. Was interessiert mich denn Messi? Ich habe an Mourinho gedacht und sein erstes Chelsea-Jahr. Ja, okay. Ich habe jetzt eine andere Idee. Aber ja, dann gib mir doch die Tipps noch, Flo. Vielleicht komme ich ja drauf. In der Champions League kommen alle drei deutschen Teams aus der Gruppenphase raus. Aber nur der FC Bayern kommt weiter als Viertelfinale. Mhm. Hilft nicht unbedingt, aber ja. Was haben wir noch? Mhm. Im Halbfinale der Champions League treffen sich zwei englische Teams. Beide hatten einen Deutschen im Kader. Das zweite Halbfinale war italienisch-niederländisch. Dann ist es die... Dann, ja, dann weiß ich es jetzt, okay. Du weißt es? Ja. Dann schreib mal auf. Und dann kriegst du so viele Punkte, wie du quasi Tipps brauchtest. Beziehungsweise nicht Tipps brauchtest. Also wie viele Tipps noch übrig sind. Das heißt einen. Ein englisches Halbfinale und ein... Ich könnte dir jetzt das Halbfinale sagen. Also italienisch-niederländisches. Und da ist natürlich Italien weitergekommen. 2009, 2010 ist mein Tipp. Nein. Das müsste Chelsea gegen Liverpool gewesen sein mit dem Geistertor. Und das andere müsste eins mit Milan gewesen sein, wo dann Milan gegen Liverpool im Finale war. 2007? Nee, 2004, 2005, oder? 2007 sind sie das zweite Mal ins Finale gekommen und da haben sie PSV ausgenockt, doch, oder? Also ich sage 0405, das ist meine finale Antwort. Wir haben ja beide schon verkackt, ist ja egal. Okay, die letzte wäre gewesen, im Finale wurden 6 Tore geschossen, 3 in der ersten und 3 in der zweiten Halbzeit. Ja, Niklas, gut. Gut gelöst hinten raus. Du warst also nah dran. Alles klar. Dann würde ich sagen... Und das war PSV, Milan, ne? Deshalb genau, Milan-PSV und da ist dann... Ich glaube, es war ein ziemlich high-scoringes Game. Ich weiß auch nicht, was mir da einreden konnte mit 2009, welche niederländische Mannschaft da im Halbfinale gewesen sein soll. Okay. Ich finde das Spiel sehr gut. Es müsste irgendein klares Konzept geben, wie das Rateverfahren abläuft. Ja, wenn irgendjemand eine Idee hat, kann er mal gerne in den Chat schreiben. Man könnte sagen, man kriegt so viele Punkte, wie noch Hinweise übrig sind, aber man hat trotzdem nur eine Antwortmöglichkeit oder so. Okay, das ist fair, das finde ich gut, ja. Das was hältst du davon, Flo? Das ist nicht fair. Dann machen wir das. Gut. Einfach mal raten jetzt. Okay, komm, nächstes. Haben wir noch eine? Eins haben wir noch. Und es steht ja jetzt im Prinzip 2-2, hätte ich jetzt gesagt. Um es spannend zu machen. Wieso steht es 2-2? Ach so, nee. Aber er kann es doch jetzt gewinnen hier. Das ist das letzte Ding. Das entscheidet alles. Na gut. Das entscheidet alles. Dann, wenn Niklas jetzt früh genug punktet. Dann gehen wir jetzt zum letzten Spiel, und zwar dem Aufstellungsraten. Oh. Das ist ja Nikos Prime-Spiel. Ja, aber ich bin müde heute, Jungs. Ich sag's euch. Da kommt nicht viel von mir. Okay. Und es ist gar nicht mal so die schwere. Also es ist einfach ein entspanntes Spiel zum. Ich schreibe jetzt mit. Zum Abschluss. Die Aufstellung vom FC Liverpool und von Real Madrid im Champions League Finale 2018. What? Ja, aber gut, hatten wir das nicht vor kurzem erst genau das Finale? Ich schreibe erst mal auf.
Ich glaube, wir hatten Liverpool-Tottenham. Guck mal übrigens, damit ihr das mal seht, was passiert. Das war mein Handy. Wenn ich die andere Seite des Stiftes nehme. Oh, hä? Hier. Schick. Okay, und du willst welche Aufstellung genau hören? Die von Liverpool. Ich möchte erstmal mit Real Madrid anfangen. Oh. Und dann können wir gerne auch zu Liverpool gehen. Wer fängt an? Sag uns einen Namen und dann wird gedroppt. Es ist ja relativ einfach bei Real, zum Glück. Nico, fang mal an. Im Tor Keylor Navas. Richtig. Ich schreibe mir das jetzt alles auf. Sergio Ramos. Jo. Rafael Varane. Jo. Ich kann gar nicht so schnell aufschreiben, wie wir das machen. Marcelo. Jo. Ja, meine starke Vermutung wäre natürlich, dass Carvajal auf der anderen Seite verteidigt hat, aber ich sage den jetzt nicht, weil Toni Kroos zum Beispiel sicherer ist. Mhm. Groß. Ich schreibe jetzt die auf, die wir schon gesagt haben. Anders macht es keinen Sinn. Benzema. Benzema auch mit drin. Cristiano. Auch dabei. Überrascht. Jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja, haben wir jetzt. 1, 2, 3, 4, 5. Marcelo. Marcelo hast du gesagt? Und ja, ja. Ja, okay. Wer ist dran? Du, ne? Ja. Luka Modric. Auch mit dabei. Wir bleiben bei Real, ja? Mhm. Dann hat Casemiro. Casemiro ist auch dabei. Es sind noch zwei Namen übrig, ne? Also, mhm. Ich dachte, Carvajal hat gespielt. Carvajal hat auch gespielt. Und einer fährt ja, dann noch. Okay, jetzt habe ich mir die Namen ja glücklicherweise aufgeschrieben. Das heißt, was uns fehlt... 2018. Ja, es fehlt einer aus der offensiven Dreierreihe. Ja, und ich habe dann natürlich jetzt zwei Namen im Kopf. Bin mir nicht sicher, welchen ich da jetzt sagen soll. Also, ich weiß, dass ich bin mir relativ sicher, dass in dem ersten, also in dem 2018er-Finale... Gareth Bale nicht gespielt hat. Er hat ja auch im 2019er nicht gespielt, da wurde ja auch eingewechselt. Und dann bin ich bei entweder Asensio oder bei Isco. Und ich weiß es nicht. Und ich. Isco hatte natürlich die Nase prinzipiell vorne, oder? Schon. Ja, es muss Isco gewesen sein. Boah, die hatten aber auch noch so Kovacevic und solche Leute. Mann, das war doch immer dieselbe Ausstellung. Wie kann das so scheiß schwer sein? Ja, dann gib mir Isco, Flo. Wenn es nicht stimmt, dann ist es halt so. Der ist auch mit drin. Und damit sind wir fertig mit der Aufstellung von Real Madrid. Und stark. Zum FC Liverpool. Das war wackelig. Und damit ist bei mir jetzt auf jeden Fall schwieriger. Dann leg mal los. Ich beginne mit LK1. Jawohl. Ich gehe weiter mit Musala. Jo. Moment, ich muss LK1. Ja. Den Ausgleich hat Sadio Mané gemacht im Zwischenzeitlichen. Ja. Das ist richtig, Musala. Dejan Lovren hat von Anfang an gespielt in dem Finale. Würde der Weltklasseverteidiger ist auch mit dabei. Ja. Und er hatte Gesellschaft nicht von VVD, ich glaube sogar von Joel Matip. Bist du ja sicher? Ich meine... Was hast du gesagt? Also, wenn du mir schon so sagst, dann ist es ja falsch, aber dann ziehe ich ja nicht mehr zurück. Das ist ja Quatsch. Also, gut. Was hast du denn gesagt? Ich habe wirklich nicht gehört. Moment mal, haben die nicht zusammen verteidigt, Alter? Ich dachte echt, Lovren und Matip wäre die Innenverteidigung gewesen im Finale. Mhm. Die hatten doch schon Virgil, oder? Hatten die da schon Virgil? Ich glaube nicht. Ich glaube, die hatten im ersten Finale noch nicht Virgil van Dijk. Das war nämlich, glaube ich, die große. Also, nee. Sie hatten Alisson im zweiten. Das war der große Unterschied. Diskutiert man noch ein bisschen. Hat VVD schon gespielt für Liverpool im ersten Finale? Ich hätte ihn auf jeden Fall auf der Liste gehabt von den Leuten, die ich jetzt gesagt hätte. Wie komme ich denn auf? Ich glaube auch, dass die Außenverteidiger schon genau die sind, mit denen wir. So, meine Freunde. Ja, gut, dann war es natürlich super dämlich, dass ich war mir dann zu sicher, weil er hätte natürlich noch Trent sagen können, yeah. Henderson, Robertson, aber gut, dann ist es so. Am 4.04.2018 zog sich Joel Matip eine Oberschenkelverletzung zu, die so verheerend war,
dass er auch beim Champions League Finale 2018 am 26.05. nicht mal im Kader stand und dafür jetzt Ragnar Klavan auf der Bank saß und deshalb Virgil van Dijk mit drin war in der Startaufstellung. Virgil van Dijk, Dejan Lovren. Oh, absoluter Wahnsinn. Ja, Niklas, das ist natürlich ein bitterer Genickbrecher. Ja, weil, am listigen Nico und am Rattenflo bin ich gescheitert heute. Ich muss ganz ehrlich sagen, im Mittelfeld wäre es bei mir auch schon wieder wild geworden bei denen. Ich vermute, Henderson hat gestartet. Henderson ist gestartet, genau. Milner war auch dabei und Wijnaldum. Ja. Ich hätte, glaube ich, die restliche Aufstellung hätte ich, glaube ich, hinbekommen. Ich weiß nicht, warum ich so geil war darauf, Joel Matti zu sagen. Also. Freunde, wenn ihr die Aufstellungen gewusst hättet, alle, dann lasst mal einen Daumen da und generell auch, wenn ihr uns supporten wollt, Daumen und Abo. Das wäre mega krass, denn wir geben uns auch ab und zu mal Mühe mit den Livestreams, könnte man sagen. Wir versuchen es. Wir versuchen es und das wäre richtig geiler Support, wenn da mal ein Daumen und ein Abo dagelassen werden könnte. Ansonsten sind wir jetzt direkt mal fast eine Stunde, vielleicht sogar auf die Minute eine Stunde live. Reicht auch langsam, denn wir haben noch andere Sachen zu tun. Unter anderem möchte Nico ja auch noch ein paar Wochenendvideos aufnehmen und Niklas möchte noch ein paar Sachen schreiben, damit ihr auch was in der App zu lesen habt. Wir haben den Niklas möchte bestimmt auch streamen noch, oder? Ich hab frei bis nächste Woche. Nein! Ich schreibe gar nichts mehr bis nächste Woche. Wie lief Weekend League bei dir am Wochenende? Bis Sonntag sehr gut, am Sonntag sehr schlecht. Ich bin gestartet mit 15,5. Und ja, da bist du ja schon. Und hab dann aber am Ende nur Gold 2 geholt, also hab nicht mehr die 20 Siege erreicht. Also was ist Gold 2? 17 oder was, ne? Gold 2 ist ab 17 Siege, Gold 1 wäre ab 20. Ich habe am Sonntag, glaube ich, eine 2-7 gespielt. 2 Siege, 7 Pleiten. Der Sonntag war ein Katastrophentag für mich. Ich spiele nie wieder Sonntag. So, jetzt wissen die Leute auch, wie du auf Twitch heißt. Ich habe es mal ein bisschen in den Chat gespammt. Oh, ich habe gerade den Chat geöffnet und geschrieben, Nico, möchtest du verraten, in welchem Champions-League-Finale Bale 2019 eingewechselt worden ist? Der hat vollkommen recht. Ich habe falsch geschlussfolgert und die richtige Antwort gegeben. Das war natürlich genau das Finale, über das wir geredet haben. Ja, gut. Ich kann ein bisschen drüber nachdenken. Schön! Auch danke an euch. Wie immer, hat sehr viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall. Und dann? Auf jeden Fall. Nächstes Mal, ich verspreche, nächste Kutucus-Kind wird leichter. Ich sehe es einfach so, heute, also wenn wir bei dem Finale bleiben, dann war ich heute Salah und ihr wart Sergio Ramos. Und nächste Woche dann halt ist dann das nächste Finale, das Jahr danach. Oder du warst Loris Karius und ich war Karim Benzema. Man weiß es ja nicht. Man weiß es ja nicht. Alles klar, in dieser Konstellation sehen wir uns morgen wieder, denn es gibt ja noch Bundesliga heute. Das ist hey. Mega gut. Freut euch auf jeden Fall so ein bisschen auf Bundesliga-Rückblick. Freut euch auf heute Abend Bundesliga. Freut euch auf den Sieg von Hertha gegen RB Leipzig. Und dann würde ich sagen, das war's für heute. Haut rein. Viel Spaß bei Paderborn gegen Augsburg. Einzelspiel wünsche ich euch allen. Niklas, auch dir nochmal. Tschüss. Und dann würde ich sagen, auf Wiedersehen.